Wie es aussieht, hat der den. Oder da in dem Wasser ist der vielleicht drin. Komm. Ach, wir versuchen es mal. Und läuft's? Ne, der hat ihn doch nicht. Ist er denn hier? Da könnte er sein. Ja, da. Ne, das ist Bergbau. Der Schatz ist über uns. Och nö. Wie soll man denn da jetzt wieder raufkommen? Da lang, dann da hoch. Ja, doch, könnte. Okay, geh. Okay. Reiten wir mal. Geht schneller. Sind zum Glück auch nicht so viele. Was ist das? Reife Weißglocke. Ich habe jetzt gerade Vorräte der Dracheninsel bekommen. Verschiedene Ressourcen. Kampf gegen Primalisten helfen können. Win zum Kauf Gegenstände verwendet, die über die Ruhmstufe freigeschaltet werden. Okay, jetzt haben wir irgendwelche Ressourcen gerade gefunden. Gut. Ui, ui, ui. So, hier soll jetzt der Goldkelch sein. Sind wir jetzt richtig? Ja, da ist er. So. Fügt dem Spielzeugkiste hinzu. Goldener Drachenkelch. Benutzen zeigt eurem Reichtum der Welt und hinterlasst eine Spur aus Reichtümern. Okay. So, das war mein Schatz. Den Schatz habe ich gefunden. Faszinierend. Das war's jetzt? Okay, das. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Quest war oder irgendeine Skill oder irgendwie. Ich habe jetzt keine Ahnung, was es war, aber ja, wir haben neues Spielzeug gefunden. Ist doch auch gut. War das jetzt was von Artefakt oder so? Nee. Oder steht da jetzt irgendwas? Nee, Archäologie ist irgendwie eingeschlafen seit Shadowlands. Da habe ich nichts mehr für Archäologie gesehen. Ich glaube, das haben sie eingestampft, den Beruf. Ich sehe nie mehr so Zonen für Archäologie. Ach, wir haben den Welpling vergessen. Der lag da aber doch. Ach, der fliegt da rum, da oben. Darum habe ich den gerade nicht gefunden. Der fliegt da. So, jetzt aber. Fliegt nach Hause, kleiner Welpling. Auf geht's. Das ist übrigens ein Tier, was wir bei Twitch bekommen haben, soweit ich das noch weiß, ne? Also wenn man Twitch mit WoW verbunden hat. Oder von Hearthstone, eins von beiden. Entweder von dem Kartenspiel oder von Twitch hat man dieses Pferd hier bekommen. Also man muss einfach ab und zu mal gucken, dass man die anderen Spiele auch spielt, die Blizzard so anbietet. Manchmal ist es eine Overwatch-Sache, die man kriegt. Manchmal ist es was von, wie heißt das andere Spiel nochmal? Diablo 4 oder so. Und manchmal ist es halt, zack, von Hearthstone. Oh, erwachte Ente. Da ist kein Wasser drin in dem Brunnen. Die arme Ente, die sucht Wasser. Okay, die Welplinge sind wieder zurück. Sehr gut. Und wir haben eine neue Blume gefunden. Diesmal den Steinbrich. Sollen wir darüber auch mal kurz nachlesen? Steinbrich ist ein widerstandsfähiges Kraut, das an zahlreichen Orten gedeiht. Abschnitt 1, 2, 3. Na, was heißt jetzt Abschnitt? Anhang? Aufgeladene Pollen? Traum? Also. Das ist aber sehr kompliziert alles mit den Berufen. Naja, gut. Die Schreinwache schützt für die Lebensbinderin. Wir konnten noch nicht rasten, aber jetzt, da wir sie gerettet haben, kann ich etwas freier durchatmen. Vielen Dank. Meldet euch wieder. So, erlangt Ruf auf den Beschützt eure Dracheninseln. Verbündeten. Ah, jetzt kriegen wir auch wieder Reisetagebuch frei. Sehr schön. Wie ist die Lage? Und jetzt die andere Quest gibt uns die neue Brust und noch mehr Ruf. Für die Lebensbinderin. Zeit für eine Abrechnung. Kadettin Sendrax hat mich über die Pläne von Majordomus Silistra informiert.
der Lebensbinderin sei Dank für diese Hilfe. Das Anschreiten gibt uns genug Zeit, unsere Verwundeten zur Behandlung zurück zu den Lebensbecken zu bringen. Ich wünschte, ich könnte Silistra Verstärkung senden, doch ich brauche meine Wachen in der Nähe der Verwundeten. Begebt euch zur feindlichen Festung und trefft sie dort. Ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg, die Djiradin unter Kontrolle zu bekommen, aber es geht nicht anders. Ihr müsst tun, was ihr tun müsst. Trefft Furion und Majordomus bei der Schuppenknackerfeste. Meldet euch wieder. Der Wagen ist abfahrbereit. Wartet, ich habe eine andere wichtige Aufgabe für euch, Kadettin. Ich werde es erledigen, und wenn es mein Leben kostet. Ganz ruhig, Kleine. Wir brauchen unsere erfahrensten Krieger, um unsere alten Feinde zu bekämpfen. Reist zum Konservatorium der Lebensbinderin und versammelt die Drakoniden an den Lebensbecken. Sofort, Kommandant Lethanak. Und da ist sie weg. Okay, die fährt mit den Welblingen und so los. Ja, das ist ja schön. Wie viel Phasing, ne? Alles verändert sich. Wir schützen die Inseln. Ehemalige Ökologen. Die Verwundeten sind stabilisiert, aber meine Sorge sind noch nicht vorüber, Garin. Zwei Drachenbrut-Ökologen sind zum Außenposten gekommen, um zum Sumpfland zu untersuchen. Seit dem Angriff habe ich keine einzige Schuppe von ihnen erblickt und das bereitet mir Sorge. Könnt ihr euch nach ihnen umsehen? Sucht nach den verschollenen Ökologen. Bis sehr bald. Ich hasse Bugs. Okay. Bist du mitten im Raid und der ist verbuggt. Das ist sehr ungünstig. So, jetzt geben wir gleich Zeit für die Abrechnung. Ja, dann gehen wir richtig Krieg machen. Aber jetzt suchen wir erstmal die Ökologen. Da ist ein bisschen bestimmt gechillter. Was ist da? Ein fliegender, aufgebrachter Flussbestienmatriarchin. Okay. Das sieht ja lustig aus. Hä, die fliegen alle. Was ist denn bei denen los? Das ist ja geil. Wieder in der Gegend rumfliegen. Diese Kreaturen starben auf traumatische Weise, Taro. Wir müssten mit ihren Überresten respektvoll umgehen. Was ist respektvoller, als schnellstmöglich herauszufinden, was sie tötete? Wir sollen das Leben erhalten, ich kann nicht bloß sorgfältig beobachten. Ich wollte nur sagen, dass ich bei Diskussionen ein wenig sanfter sein könnte. Okay. Ja, hier, das Nilpferd ist tot, auch der Vogel da drauf. Tragisch umgekommener Wasservogel. Flussbestie nennen die Nilfälle, okay. Ich habe die Hoffnung niemals aufgegeben. Ja, hier ist ja kein Nil, ne? Jetzt habe ich zwei Jails. Brell Gate 3 wegen dem Drecksbug. Was heißt Jails? Das verstehe ich nicht ganz, aber G3 habe ich verstanden, ja, dass da ein Bug ist und so. Gefangen. Brauchst du jetzt nicht einfach nur wieder Leute, dann geht's weiter, oder wie? Warum sind hier so viele Tierkadaver? Diese elementaren Kreaturen sind Opfer der Elementare. Die armen Kreaturen sind Opfer der Elementare, die ins Sumpfland eindringen. Wir haben ihre Leiche studiert. Ishka blickt zurück in Richtung Taro und fährt dann fort. In der Hoffnung, dass wir ihresgleichen von demselben Ende bewahren könnt. Aber keine Sorge, der Tod des einen ist die Nahrung des anderen. Selbst der Tod kann das Leben nähren. Bis sehr bald. Ein Angriff am Drachenzahn-Außenposten? Das klingt nicht gut. Aber wie ich sehe könnt, wie ihr sehen könnt, haben wir hier mal eine eigene Krise. Für die Drachen. Lösung mit dem Skalpell. Ich glaube, wir können von hier aus sicher genug Daten sammeln, aber Taro ist ein herausragender Ökologe und er ist ein Mann der Tat. Dennoch ist das Ökosystem fragil und wir könnten es beschädigen. Es könnte sich vielleicht lohnen, die wütenden Elementare zu erledigen. Tötet 5 tobende Wasser und Winde. Ah ja, die brauchen wir auch für, ne, fürs Crafting. Da sind wir wieder bei den Elementaren. Auch die Hose sind schon wieder 13 Items Level besser, ja, auch wenn nur grün. Die Aspekte. Und fast ja nichts an. Der letzte, was ich brauchen kann, sind kontaminierte Arbeitsbereiche und verfälschte Daten. Willkommen. Es ist lange her. Bereitet euch der Angriff auf den Drachenherz-Außenposten keine Sorgen? Der Drachenherz-Außenposten? Die können einen neuen Außenposten bauen. Die können 10 neue Außenposten bauen.
Diese Feuchtgebiete sind aber einmalig. Komm schon, was ist wichtiger? Ein paar doofe Gebäude oder die Erhaltung eines einzigartigen, störungsanfälligen Ökosystems, auf das Dutzende Kreaturen angewiesen sind? Oh, das ist ja aber voll der Biologe, wa? Bis sehr bald. Man muss kein Ökologe sein, um zu erkennen, dass das Sumpfland in echten Schwierigkeiten steckt. Aber Ishkar lässt uns hier in allen Ruhen toten Kreaturen untersuchen, während wir lieber verhindern sollten, dass die überhaupt sterben. Der rote Drachenschwarm ist schließlich dafür da, das Leben zu schützen, nicht zu zerteilen. Ich liebe Ishkar und er hat wirklich Ahnung, aber wenn wir warten, bis er fertig ist, gibt es kein Sumpfland mehr, das wir noch retten können. Ich kümmere mich um seine ewige Nachdenkerei. Geht ihr inzwischen raus und macht eure Stiefel schmutzig und rettet Lebewesen. Mögen die Schwärme euch schützen. Okay, so, dann gucken wir uns hier das Sumpfland mal genauer an. Ist doch auch schön. Jail ist, wenn du eine Reihe von Gates alles zusammen in einem Run versuchst, genau. Aber es in einem Gate hapert, beziehungsweise die Leute aufgeben, genau. Weil eine die Mechs nicht richtig spielt, genau. Und man eine neue Gruppe suchen muss. Ja, aber das geht doch gut bei Dings, oder? Dieses Gruppensuchen ist doch eigentlich kein Problem bei... Was sind das hier für kleine Leuchtviecher? Wird Tiere gerettet. Oh, wie süß. Kauernde Krabbe. Oh, guck mal, die liebt mich. Oh, was ist das denn Schönes? Die lieben mich, die Krabben. Das ist ja süß. Das ist qualvoll mit Subs. Mit Supportern. Ich dachte, da kriegt man relativ gut immer Zusatz, weil man gut supportet. Oder fehlt euch ein Sub? Das ist natürlich dann die Frage. Die sollen wir auch retten, hier die Fliegenden. Yay! Wir haben eine Wildbestie aus der Luft geholt. Sehr cool. Ja, okay, wir sollen jetzt hier einfach ein bisschen der Ökologie helfen. Ist ja auch mal schön. Habe auch noch kein fliegendes Nilfett gesehen, ehrlich gesagt. Finde ich auch mal gar nicht so uninteressant. Ich habe es gesagt, finde ich gar nicht so interessant. Ach ja. Die Blume ist oben auf dem Feld. Na super, ey. Wie soll ich denn da wieder hinkommen? Keine Blume für mich. Das war's wohl für Kräuterkunde. Ja, großes Gebiet, ne? Wie gesagt, ich kann noch nicht fliegen, also... Wir gucken mal, was da unten noch für Dinge rumlaufen. Da haben wir noch tobendes Wasser, das haben wir noch gar nicht besiegt. So. Okay, die Wildtiere retten ist wirklich einfach. Da laufen ja tausende hier rum, die ganzen Krabben und so. Das tobende Wasser ist ein bisschen das Problem. Davon gibt es wenige. Oh, der arme Wasservogel ist ganz nass. So. Ich habe dich gerettet. Was war das für ein Geräusch? Da fliegt wieder was rum. Ein fransiger Basilisk, der fliegen kann. Guck mal, was sie mit den Viechern hier machen. Die Elementare drehen voll am Rad. Die sind ja lustig. So. Ich bin alle wunderschön am Retten, merkt ihr das? Ach, die sind bestimmt irgendwie beeinträchtigt von diesem, wie heißt denn der? Rasadamas oder so, wie der heißt, dieser Drache auf jeden Fall. Dieser Sturmdrache. Der kann bestimmt Elementare steuern oder so. Da war mal dieser Frost, den wir brauchen zum Craften. So, ich könnte hier drauf gucken, auf den Dungeon Browser, nee, auf den Schlachtzug irgendwas da. Und wenn man jetzt sagt, da ist bestimmt hier drin der Boss. Ne, da sind wir im falschen Schlachtzug.
Dragonfly natürlich, so. So kann man sich so ein bisschen spoilern, ne? Was alles für Endbosse sind. Aber da, Razaghet, so heißt sie. Die Sturmfresserin. Ne? Das ist der zweite Raid schon, ja? Also, pff, okay. Ne, der erste eigentlich, weil die Dracheninseln sind ja Weltbosse und so. Krass. Faszinierend. Kommen wir relativ schnell zu Razaghet. So, wo ist die Blume? Da ist die Blume. Die können wir nicht gebrauchen. So, uns fehlen noch zwei Wind und zwei Wasser. Da ist noch ein Wasser da hinten. Ja, gleich sind wir fertig. Upsi. Es fehlen Subs im Game. Ja gut, okay. Das ist natürlich doof. Ja, wenn man da mal richtig schön raiden möchte, das stört dann schon extrem. Ja, kann ich verstehen. Aber kann man denn nicht die Gruppe wieder raus zusammensuchen aus dem Bug, der war? Also, da vorher war da ja eine Gruppe. Oder ist irgend. Bist du jetzt aus dem Gate draußen, du nicht oder so? Die anderen. Oder andersrum. Haben die es gut geschrieben bekommen und du nicht oder was? So in etwa. Also, ich hab's nicht ganz verstanden, wo das Problem ist. Mit dem Gate. Die Gruppe war auf gut Deutsch. Ach so. Soße. Ja, ich verstehe, was sie sagen jetzt. Du brauchst das jetzt nicht näher auszuführen. Ich habe verstanden. Ein Glück kannst du das so schön umformulieren. Okay, das ist blöd, wenn man so eine Gruppe dann auch hat. Ja, okay. Tja, dann ich mache morgen wieder das Ganze mit den Bussen. Das ist halt leider so, ja. Ich möchte es nicht lernen und ich kann es auch nicht lernen bei so vielen Spielen, die ich zocke. Deshalb, das hat irgendwas anderes zu sagen. Das Vieh, das leuchtet noch Gold. Da ist noch irgendwas Besonderes mit, weil die anderen sind alle nur so verstörte Flussfelder. Das ist eine Elite. Das ist ein aufgebrachtes sogar. Ja, das hat noch irgendwas zu sagen, das Vieh. Die essen das Flusspferd. Oh Gott. Ja gut, aber so ist es. Ich nehme einen Einschnitt neben der linken Rückenflosse vor und wenn euch das nicht passt, ihr riskiert einen Drosalabriss. Warum hört ihr nicht auf mich? Ah, Gary. Hatte nicht gesehen, dass ihr zurückgekehrt seid. Taro und ich können das später besprechen. So. Hat das irgendwas gebracht? Nein. Na, zumindest sind wir fast fertig mit unserer Forschung. Okay, ein paar zu killen. Hat nichts gebracht. Wir haben, zack, wieder ein Item-Level erhöht. Wir sind schon bei 241, das ist doch schön. So, Wildtierrettung. So, das Sumpfland ist wieder in Ordnung. Immer noch seine Taxidemie ausstopfen. Ich werde meine Nachforschung, ich gehe meine ich meine seine Nachforschung. Moment mal, wie meint ihr das, dass weiterhin Elementare kommen? Ja, die kommen immer weiter. Was liegt denn da für ein Vieh? Die sehen aber auch gruselig aus, ne? Windflossen Gorlock. Okay. Wie ist das denn jetzt mit der zweiten Rufsache? Die gehen gar nicht hoch, ne? Dafür müssen wir für die Königin erstmal abschließen. Ich kriege da zwar immer weiter Ruf schon für dieses Abkommen, aber irgendwie noch nicht hier freigeschaltet. Ich weiß nicht mehr weiter, Gary. Taro und ich haben uns durch fast alle Leichen gewühlt, nur um am Ende zu stolpern, weil wir uns nicht in einem Ansatz einigen können. Wenn er mir bloß zuhören würde.
Der Stress durch die Situation setzt uns beiden zu. Ich habe bislang nicht einmal eine belastbare Hypothese. Ihr seht aus, als würde euch so schnell nichts auf den Magen schlagen. Könnt ihr vielleicht die letzten beiden Gorlocks übernehmen? Ihr könnt euch mal ins Kapell borgen. Ja klar, komm. Ich nehme die voll auseinander. Kein Thema hier. Merkwürdig, die Knochen sind hohl. Wind erfüllt? Vielleicht. Aber so aufgedunsen ist sicher ertrunken. Heute Abend gibt's Forelle. Vergrößerte Schwimmblase, was? Wassermagie. Ja, aber seht euch die Lunge an. Er ist eindeutig erstickt. Wind- und Wassergorlocks im gegenseitigen Streit? Pa, über welchen Unsinn streiten sich die beiden denn? Bereit zur Abgabe. Warum können die... Also, ja, der eine ist ertrunken, der andere erstickt. Also so wie die Viecher halt so sind, die hier so rumlaufen. So, gucken wir nochmal genau nach. Und diese Muscheln, elementarmagische Muscheln? Ihr hattet recht, da steckt noch viel mehr dahinter. Ihre elementargestreite muss sich auf das Sumpfland ausbreiten. Haben die Kämpfe der Gorlocks das Sumpfland so in Mitleidenschaft gezogen? Ich glaube, jetzt verstehe ich. Nun, ich bin froh, dass Taro meine Sichtweise jetzt nachvollziehen kann. Und ich bin dankbar, dass ihr Lebewesen retten konntet, während ich hier herumgetrödelt habe. Die Situation ist ernster als gedacht. Er hat recht, dass wir sofort handeln müssen. Nach allem, was ich bisher in Erfahrung bringen konnte, wird dieses elementare Bombardement nicht aufhören, bis wir uns um die Gorlocks gekümmert haben. Tötet Smogilok, der König der Tiefstunde, und Wibblewick, den König der Windflossen. Jo, wieder 4 Item-Level besser, okay. Ihr habt richtig gehandelt, als ihr eingeschritten seid, Taro. Das ist noch schlimmer, als ich angenommen hatte. Muscheln, kuscheln. Die lassen sich immer wieder schöne Quests einfallen, oder? Muscheln, kuscheln. Das ist doch... Ich finde das wieder einen super schönen Questnamen. Ich war ein Narr, ich kann nicht zu glauben, als er darauf beharrte, dass mehr dahinter steckte. Er wäre nicht mein Freund, wenn er mir nicht immer 2 Schritte voraus wäre. Aber wir können es ihm gegenüber wieder gut machen, indem wir etwas unternehmen. Wenn tatsächlich Muscheln für diese elementare Chaos verantwortlich sind, geht doch in die Lager und entreißt die Muscheln ihren glitschigen Händen. Sammelt 15 Muscheln, Wind und Wasser von den Gorlocks. Es tut mir leid, ich hätte auf euch hören sollen, als ihr sagtet, es würde etwas Größeres vor sich gehen. Die vergammeln ja weiterhin. Okay. Super, also Gorlocks sind schuld. Die Muscheln sind schuld. Jetzt sollen wir den Gorlock-Chef killen und natürlich ganz viele kleine Gorlocks. Ja, das wird ist, ne? Bevor wir mit der Hauptstory weiterkommen, müssen wir jetzt natürlich wieder erstmal Nebenkram machen. Dabei kannst du es schon. Ja, ich kann die Raids schon, aber da muss ich ehrlich sagen, ich möchte mich nicht so konzentrieren. Ich möchte einfach genießen, ja. Ich möchte hier gechillt in meinem Sessel liegen und meine Quests machen, ein bisschen schießen. Aber jetzt so extrem so auf die Tastatur hauen, ausweichen, extremes Movement machen und so. Das ist mir einfach zu anstrengend. Das mache ich gerne noch in Shootern. Ja, das mache ich noch ein bisschen was hier in Destiny 2 oder in Fortnite. Ja, da bin ich auch mal so, dass ich mal ausweiche und mal ein bisschen Action habe. Und mal ein bisschen wild drauf losballern muss. Aber in so einem MMO möchte ich mehr Geschichte erleben statt Stress. Da wird dann wieder der Bus bezahlt und dann mal gucken, da, damit einfach mehr Geld gibt, ne? Das ist ja, Gold ist ja wichtig. Ich werde jetzt auch nicht mehr jeden Bus im Stream zeigen, ne? Ich versuche natürlich lieber mal die Wächter-Raids zu machen auf der Stufe, die ich jetzt schaffe, oder mal das Chaos-Dungeon und so. Und vielleicht brellt Shazam mal wieder als Bus, ja, aber ich wollte jetzt nicht unbedingt
alle vier Raids, ne, alle drei Raids wieder als Bus im Stream zeigen, weil ich möchte auch die Story von Plek hier weiterspielen. Erwachte Erde. Manchmal findet man hier Sachen, wo man gar nicht weiß, was das sein soll. Was ist denn das? Beschützt von Elementarerde. Erlittener Schaden verringert. Geschwindigkeit um 50 verringert. Okay, ich bin auch viel langsamer. Na super. Oh ja, das merke ich gerade aber. Jetzt bin ich aber lahm, du. Toll. Also man merkt schon, an die Alchemie-Sachen kommt man wirklich dann auch, ne, mittlerweile nur mit dem Fliegen dran. Die sind gut versteckt, die Alchemie-Sachen. Sehr schade. Das sind fast so wie die Murlocs, ne? Nur anders. Machen ein bisschen andere Geräusche. Rekrutierte Krabbe, wie geil. Bringt denn eine Krabbe mit? Was haben wir jetzt? Der verlorene Schlüssel zur Vorratskiste der Vollsegel am Obsidian-Bollwerk. What the fish? Obsidian-Bollwerk-Schlüssel, was? Ich verstehe nur Bahnhof. Es gibt irgendwelche Vorratskisten, die irgendwo rumstehen und dann... Aha, okay. Ja, müssen wir uns wohl irgendwann mal mit beschäftigen. Okay, was haben wir denn hier? Unter Wasser ist nichts Besonderes. Davon haben wir schon Wasser erfüllt. Die sind unwichtig. Da ist noch eine Quest. Wir müssen ein bisschen gezielter vorgehen, damit wir hier nicht die ganze Zeit irgendwelche Nebenmobs killen. So, jetzt sind wir unsichtbar. Weil ich keinen Bock mehr hatte zu killen. Das Entchen schlägt in der Blase wild um. Hab ich mich jetzt erschrocken, Alter. Hau ab mit deinem blöden Drachen. Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Um sich Quark verändert. Vielleicht wissen die Ökologen, wie man ihm helfen kann. Bringt das Entchen in der Blase zurück zum Lager. Okay, jetzt blinkt es mit uns mit. Wie niedlich ist das denn? Ein Quietsche-Entchen in der Blase. Das ist cool. Oh, ich glaube, in die Strudel dürfen wir nicht rein. Hallo? Okay. Haben wir wieder was gelernt? Ja, ich weiß. Nein! Oh! Scheiße! Guter Spülgang hier. Komm, jetzt geh doch mal weg. Nein! Der ist auch cool. Der sitzt auf irgendeinem Reittier oder so, oder? Sehe ich das falsch? Jetzt aber, komm, jetzt schnell näher ran an den. Oh Gott. Sorry jetzt. Okay. Okay, der ist ein König. Und hat irgendwie sich Hände gezaubert. Hui, der lebt noch. Der war erstmal von einem Zauber und jetzt ist er einfach so besessen. Kinderkram. Mit meinen ganzen Feuerzaubern mache ich alle platt. Ja, das war jetzt aber auch lustig hier mit dem aufgewühlten Wasser, du. Da habe ich aber mal Schleudergang gehabt. So, was fehlt bitte? Wo geht er denn jetzt lang? Windgefüllte Muscheln sammeln. Ich habe noch gar keine windgefüllten Muscheln. Ah, die sind da weiter oben. Hier sind die Windviecher erst, oder was? Ich lasse die mal weiter miteinander. Ui, geh weg. Geht weg, geh weg, geh weg. Oh wei, oh wei. Wir müssen ein bisschen aufpassen. So, wir sind oben. Da ist ein Sternemob, die Urschiidenkönigin. Okay. Was ist ein Urschiide? Müssen wir wohl auch mal besuchen gehen. Ich habe kein Ziel. Doch, du hast ein Ziel, du siehst es nur nicht. Übrigens, ihr könnt hier mit Gary-Punkten auf dem Kanal natürlich auch Witze anfordern oder ihr könnt hier auch Belohnungen anfordern. Ja, also ihr müsst einfach nur mal unten auf den lila Kreis drücken bei Twitch und dann seht ihr, was ihr alles Lustiges machen könnt. Ihr könnt auch mit den Bits von Twitch hier irgendwelche Geräusche in den Stream reinpiepen.
Ja, würde mich natürlich auch über jeden Follow von euch freuen oder Abo. Ne? Also einfach mitmachen hier, interagieren. Ich lese mit. Ich freue mich über jeden Kommentar von euch. Selbst wenn ihr mir nur erzählt, was ihr heute so Leckeres gegessen habt. Dann kann ich nämlich euch auch erzählen, was ich Leckeres gegessen habe. So, der Elementar ist tot. Jetzt kommt wieder der Boss da raus. Okay, dann haben wir auf jeden Fall erstmal die Bosse gekillt. Also die sind nicht so nett, diese Wirbelgirbels oder wie die heißen. Boah, das sieht aber auch aus, du. Ja, fast wie ein Gremlin hier. So, uns fehlen noch 6 Muscheln. Da ist wieder erwachende Luft. Mal gucken, was die kann. Und dann versuchen wir gleich auch mal diese Königin da zu besuchen. Mal gucken, ob da noch ein anderer Spieler ist. Ob ich die auch solo schaffe oder nicht. Das sehen wir dann. Ui, erschreckt mich nicht so. Wirbelgirbel ist tot. Ja, wir brauchen noch ein paar Muscheln. Die Ente fliegt die ganze Zeit mit, die Kleine. Ah, ich gehe jetzt die gar nicht mehr abgeben. Die bleibt jetzt immer bei mir. So, uns fehlen noch 4 Muscheln. Der bringt es nicht. Die da? Hier sind so wenige von diesen Windviechern. Da, oder? Ist das eine? Ja. Toll, jetzt kommt da noch einer gelaufen, wo ich hier gerade. Okay, fertig. Jetzt gehen wir schnell mal da unten gucken, was das für eine Königin ist und ob wir die Alchemie-Sache dann noch kriegen. Das Kraut. Ups. Da hinten ist das Kraut. Das kriegen wir. Das ist gut. Wieder nur Hochblume, ja. Die sagen, die gäbe es hier oft, aber irgendwie bis jetzt noch nicht so oft gefunden. So, jetzt ist die Königin irgendwo da oben. Hä? Schon wieder oben. Wie es aussieht, müssen wir hier echt erstmal fliegen lernen. Wir kommen an viele Sachen gar nicht ran. Ne? Da oben ging es auch nicht weiter zu dieser Königin, als wir gerade da oben waren. Doch, doch. Oder doch nicht. Ja, wir sind fast da. So. Ja, doch, da ist ein Weg hier. Okay. Brauchen doch kein Fliegen lernen. Na, jetzt sind wir drüber. Na, super. Ui. Viel Lava hier. Ne. Wo könnte sie denn sein? Gucken wir jetzt mal genau hin. Also das ist sie nicht. So, dann ist die irgendwo da. Aber da komme ich ja nicht hin. Wenn ich jetzt hier runterspringe, habe ich auch wieder Theater. Ich glaube, wir lassen mal den Sternenmob einfach in Ruhe. Das ist mir zu hektisch, zu kompliziert, dahin zu kommen. Also gehen wir die Quest ab. Dann können wir auch gleich die Hauptstory weitermachen. Wir wollen ja zu Fuforion und die Schuppenknackerfeste angreifen. Baltert ist noch so ein Baby-Raid. G1 Orb sammeln, das war's. G2 Balto stehen und immer alles ausweichen. Ja, die Techniken habe ich mittlerweile durch dich schon ganz gut verstanden, muss ich auch sagen. Ja, ich glaube schon, dass ich das schaffen würde, aber. Ich möchte Plekia spielen, ich möchte das Chaos Dungeon machen, ich möchte den Wächter Raid machen, ja, und da möchte ich einfach bei den Legion Raids mich ja, einfach nach hinten und entspannen, ja. Ich möchte nicht immer nur Stress spielen. Dir wird echt Lanzenträger. Maschinist und Bardin stehen. Ja, Maschinist spiele ich super gerne. Ja, den finde ich ja cool. Ich glaube, mein Maschinist ist 1370 oder so. Da müsste ich auch mal gucken, da stehen noch Nachhole. Ichgar steht
Seht euch den kleinen Kerl an. Garen, habt ihr dieses Entchen zu uns in Sicherheit gebracht? Ich glaube, es gefällt ihm da drin. Wie sollen wir dich nennen, Winzling? Taro. Wir können ihn unmöglich behalten. Watschel. Er heißt Watschel. Ich habe ihre Rückkehr erwartet. Entchen in der Blase. Den wollen sie behalten, wisst ihr? Lösung mit Vorschlagkammer. So, das sollte eine Weile aufhalten, die Leute. Danke für eure Hilfe. So, da haben wir. Rettet die Flusspferde. Schließt die folgenden optionalen Geschichtsstränge ab. Es sollte einfacher sein, jetzt wo wir uns nicht mehr streiten wie Gorloks. Rettet die Flusspferde. Erste Nebenquest. Schön gesagt, Liebling. Ja, das eine soll wohl eine Frau und das andere Mann sein. Ich kann es nicht genau auseinanderhalten, was ist. Die Aspekte mögen ah doch, das euch ist ein Mann. Segnen. Das hört man. Muscheln kuscheln. Mögen euch schützen. Ich und ich bringen sie zurück zu den Lebensbecken, wo sie keinen Ärger mehr machen können. Ihr habt das heute gut gemacht. Ehre allen Drachen. Ich muss mal den Ruf gucken. Also, man sieht ihn ja nicht hier. Ne? Also, man sieht ja hier leider noch nicht diesen Ruffortschritt. Aber man hat ja noch hier diese Ansicht. Da haben wir aber schon. Ne? Okay, das funktioniert. Und das Handelskonsortium haben wir eben auch eine Quest für gemacht. Neutral. Zweig der Dracheninseln. Okay, ganz viele Ruf. Ihr seht schon, wir sind jetzt schon bei drei verschiedenen Rufarten. Eieiei. Und das Handelskonsortium steht hier noch nicht mal bei. Das ist ein Unterding hier von dem Abkommen. Oh wei, oh wei, oh wei. Spielst du die Alt- oder Evo-Version vom Maschinisten? Die AT oder Evo? Ja. Gesundheit. Die Inseln. Frag mich das am besten morgen, dann kann ich da mal einloggen und kann es dir zeigen. Ich habe den vorerst mal noch mal ein bisschen nachgetuned. Ich weiß es gerade nicht. Ich könnte dir noch nicht mal sagen, die Rückfluss doch Magier und Zauberern spiele ich. Ne? Das weiß ich noch gerade so. Wir kümmern uns um Watschel. Sagt Bescheid, falls ihr noch weiter verirrte Entchen dort draußen findet. So, die haben hier mit Watschel einen neuen Freund, Watschel, das gerettete Entchen. Jetzt fliegt das hier die ganze Zeit rum, hat einen Namen bekommen. Oh mein Gott. Aber ja, schön, die sind glücklich, die haben ein neues Haustier. Ist schon geil. Ja, schön, sind die Ökologen auch mal wieder zufrieden. Gut, jetzt aber Hauptquest. Zeit für eine Abrechnung. Furion in der Schuppenknackerfeste getroffen. Jetzt wollen wir diese Riesen, die hier angreifen, richtig angehen. Kapitel 0 von 4. Ja, Hauptstoryline. Jetzt geht's zur Sache. Die haben angegriffen, jetzt kriegen sie es zurück. Hätten sie mal nicht besser angegriffen, so diese fiesen Kerle. So, aber ne, immer weiter schön Kräuterkunde abbauen. Irgendwann möchte ich ja meine erste Fiole. Oh, ich kann meine erste Fiole machen. Ich kann den ersten Skillpunkt mir gönnen. Ne? Ich habe Toben der Frost. Ich habe genug Blumen. Linksklick, um Reagenzqualität zuzuteilen. Achso, ich könnte auch sagen, ich nehme lieber silberne Qualität oder goldene Qualität. Okay. Das gleiche geht bei Flaschen auch. Nur hier geht das nicht. Okay. Dann bauen wir mal eine. Yippie! Stellt 118.000 Gesundheit wieder her. Alchemiewissen der Dracheninsel. Verwendet Wissen, um Spezialisierung der Alchemie zu erlernen. Wissen kann auf verschiedene Weisen erlangt werden, wie durch das erstmalige Herstellen von Rezepten oder das Abschließen von auf dem Handwerksmarkt in Vladraken angebotene Quests. Okay, da müssen wir noch hinkommen. Da gibt es ja gleich einen Ruf für. Dann haben wir EP bekommen. Und Eifer des Handwerkers. Diese Reagenz ist für Mysterium der Dracheninseln und fügt jedes Mal neu zusammen, wenn ihr euch mehr Berufswissen aneignet. Es bietet unzählige Verwendungsmöglichkeiten. Unter anderem ermöglicht es das Umfertigen von aus der Dracheninsel hergestellter Ausrüstung. Eure erste Herstellung mit Hilfe dieses Rezepts hat euch etwas Neues gelehrt. Was denn? Alchemiewissen der Dracheninseln.
Was hat das mir denn Neues gelernt? Sehe ich nicht, das hier unten ist alles, was wir noch nicht können. Ja, Gemischtressourcen zurückgewinnen. Faszinierend, was es gibt mittlerweile. So, wir haben unseren ersten Trank gemacht. Zwar nur Bronzequalität, aber wir haben einen Trank. Immerhin. So, neue Armbänder haben wir auch. Was haben wir hier? Studieren, um euer Kräuterkunde-Wissen um 1 zu erhöhen. Traumblütenblatt. Aha, sobald wir 25 sind, aber erst. Okay, dann müssen wir wohl noch ein bisschen weiter skillen. Dann ist es hier unten dieses Traumblütenblatt. Ihr könnt diese Woche noch 5 Exemplare entdecken. Das sind also 5 Stufen Kräuterkunde, die wir dann entdecken können. Was es alles gibt. Faszinierend.